wieder zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir einen winterlichen Kaiserschmarrn und dafür benötigen wir Mehl, Milch, Eier, Butter, Salz und Rumaroma, Mineralwasser mit Kohlensäure, braunen Zucker, alternativ weißen Zucker, Äpfel, Zimt, etwas Öl und für die Dekoration könnt ihr benutzen Zimt und Zucker oder nur Zimt, alternativ auch Haselnüsse und Apfelspalten. Als erstes habe ich die Äpfel geschält und in Stückchen geschnitten. Danach habe ich das Eigelb vom Eiweiß getrennt und dieses zusammen mit Butter und Zucker aufgeschlagen. Als nächstes gebe ich Mehl, Milch, Rumaroma und Zimtpulver hinzu. Danach werden die Zutaten zu einem glatten Teig verrührt. Jetzt gebe ich noch 1-2 Esslöffel Mineralwasser hinzu, lasse es nochmal umrühren und gebe den Teig dann in eine andere Schüssel. Jetzt kann das Eiweiß aufgeschlagen werden. Wird dann unter den anderen Teig gehoben. Jetzt können wir den Kaiserschmarrn backen. Ich persönlich gebe dazu zuerst die Apfelstückchen in die Pfanne, lasse diese etwas anbraten und gebe anschließend den Teig darüber. Aber natürlich funktioniert es auch, wenn ihr zuerst den Teig in die Pfanne gebt und anschließend die Apfelstückchen drauf macht. Der Kaiserschmarrn wird bei mittlerer Hitze gebraten. Beim Umdrehen solltet ihr etwas vorsichtig sein, dass ihr den Teig nicht wieder komplett von den Apfelstückchen löst. Das gelingt mir selbst mal besser, mal weniger gut. Den fertigen Winterkaiserschmarrn serviere ich immer mit ein bisschen geriebenen Haselnüssen. Ich finde, das schmeckt sehr lecker. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr schaut euch vielleicht auch ein paar andere Videos von mir an. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!